Bully Parade, der Film. Endlich. Die Kultfiguren aus der gleichnamigen TV-Show sind wieder da. Und pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum sogar auf der großen Kinoleinwand. Auch wenn das nach so langer Zeit für das erfolgreiche Trio zunächst gar nicht so einfach war. Wir müssen erstmal das Buch schreiben. Und die ersten beiden Tage, wir waren zu viert, Bulli, Christian, ich und unser Alfons, Biedermann, unser vierter Autor. Und die ersten zwei Tage waren so ein bisschen quacklig. Also du hast gemerkt, jeder hat so die letzten drei Jahre auch mit anderen Leuten gearbeitet und andere Erfahrungen gemacht. Und dann am dritten Tag war irgendwann dieses... hat es geklickt und dann war so dieser Vibe von früher da. Es war wie nach Hause kommen, wie als wäre nichts gewesen, als hätte man vor einer Woche erst aufgehört mit der Fernsehshow. Und nachdem der sanfte Druck der Fans, vor allem der Kleinen, nicht nachgelassen hat, die Filme halt aus dem Fernsehen kennen, haben wir es jetzt nochmal gemacht. In 5 Episoden nimmt uns der Comedian diesmal mit auf eine Zeitreise, die im Wilden Westen beginnt. Einem Ort, an dem wir natürlich gleich auf 2 alte Bekannte treffen, mit denen Bullis Erfolg seinen Anfang genommen hat. Servus! Läuft. Winnetou ist gekommen mit Frieden im Herzen. Die Wahrheit ist wie der Sturm. Er weht nur in eine Richtung. Diese Wiedersehensszene, da muss ich ehrlich sagen, das hat mich so ein bisschen angerührt, weil diese Hilflosigkeit, die Deppen, die sich eigentlich nur gestritten haben und dann 15 Jahre sich nicht sehen. Und es geht genau 2 Minuten gut. Und natürlich gibt es auch mit Sky Dumont und Ex-Showgirl Diana Herold ein Wiedersehen. Und gerade beim ersten Rendezvous, ja, da ist es schon wichtig, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Methoden. Wie man das macht, ist ganz egal. Hauptsache, die Auserwählte ist am Ende sprachlos. Ey, das war so berührend, das glaubst du gar nicht. Nee. Also letztes Jahr haben wir ja gedreht, ist ja jetzt gecuttet worden, also geschnitten worden, der Film und alles. Und dann sind wir da zu diesem Indianerdorf hochgefahren, wo auch Game of Thrones gedreht wurde. Ich liebe diese Serie. Und Bud Spencer und Terrence Hill und wir fahren da Terrence Hill und wir fahren da hoch und auf einmal hatte ich Tränen in den Augen, weil mir bewusst wurde, genau vor 20 Jahren haben wir das erste Mal gedreht. Ich habe eine winzige kleine Rolle, insofern war ich ja nach 2 Tagen schon wieder zu Hause, so ungefähr. Aber es war auch schön, wieder zusammenzuarbeiten. Wir mögen uns, wir sind wirklich befreundet, auch privat. Freuen dürfen wir uns aber auch auf einen Abstecher in die Monarchie, auf einen Trip mit Lutz und Löffler in die USA, sowie auf eine Reise in den Weltraum zu Captain Kork, Schrotti und natürlich Mr. Spuck. Ein Stiefmütterchen. Ich bin ein großer Fan von den Spuck und Captain Kork und so, weil ich diese schwule Komponente mit der Science-Fiction-Ebene, das wurde, glaube ich, noch nie so kombiniert. Ich weiß gar nicht, ob es in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen homosexuelle Menschen gibt. Finde ich sensationell. Und dort erhalten die drei diesmal einen Notruf von einem Planeten, der nur von Frauen bevölkert wird. Eine Begegnung der besonderen Art, die allerdings auf Gegenseitigkeit beruht. Ganz toll. Also man darf auch selber kreativ sein, man darf sich auch selber mit einbringen. Und das ist das Schöne bei ihm. Es ist vor allem auch witzig, ja? Also er ist auch sehr genau. Er ist sehr, sehr, sehr genau. Also es ist nicht nur lustig. Ja. Also er weiß ganz genau, was er will. Vor allem auch sehr, ich sag mal, bemerkenswert, ne? Beeindruckend auch, weil er halt vor und hinter der Kamera steht und trotz allem immer wieder uns zum Lachen bringt. Gemeinsam müssen sie sich jedenfalls gegen den fiesen King Klon behaupten, denn der ist an den Haaren der Amazonen interessiert, um seine Armee mit Toupees auszustatten. Eine Figur, die für Mimik-Experte Rick Avanian zwar kein Problem darstellte, aber auch bei ihm selbst für etwas Unbehagen gesorgt hat. Meine Großmutter, ich glaube, das kennt jeder, hat immer zu mir gesagt, wenn ich ihr ein Gesicht gemacht habe, mach das bloß nicht, das Gesicht bleibt stehen oder das Gesicht bleibt dir. Und lustigerweise kam dieser Spruch meiner Großmutter mir wieder in den Kopf, als wir damals Traumschiff gedreht haben, weil es eben längere Einstellungen gibt, wo ich eben... Und irgendwann habe ich, oh, kam mir meine Großmutter, mach es nicht, sonst bleibt dein Gesicht stehen. Aber zum Glück kriege ich es immer wieder entspannt. Aber es ist wirklich so, wenn man länger mal so durch die Gegend läuft, dann friert einem irgendwann die Fresse ein. Das kann der Rick, der kann so absurde Figuren völlig überdreht, überhöht darstellen. Du glaubst aber, dass sie realistisch sind. Du glaubst sie. So wie den Yeti. Das glaube ich ihm auch. Du Yeti, das mit der Saufer... Nein, da musst du aufpassen. Das geht mit der Zeit ganz schön auf die Leber. Digga, ich bitte dich, wer Yeti ist, wir saufen auf der Milz. Da steht sogar bei Yeti Penia. Arwin, war das jetzt ein Rülpser oder bist du traurig? Parodien, die also ziemlich nah am Original sind und bei denen Bully wieder sehr genau auf deren perfekte Umsetzung geachtet hat. Und das dürfte wohl auch der Grund sein, weshalb die Erwartungen bei den Promis so hoch gesteckt sind.
Da bin ich gespannt. Ich weiß es nicht. Ich erwarte mir halt, im Bulli fällt ja immer was ein. Irgendein Schabernack oder was. Und es sind dann noch zwei andere gute Typen dabei. Also jetzt kann man noch hoffen, dass das ja okay. Ich glaube da dran. Ich hoffe, dass es ein Feuerwerk ist aus den geilsten Gags und neuesten Gags, die aus dem Bulli-Paraden-Universum kommen. Ja, ich erwarte natürlich Lachsalven, ja, und dass er als Regisseur mindestens so gut ist wie damals bei unserem Erkan und Stefan-Film. Also von dem Trailer her zu urteilen, muss ich schon sagen, da kommt ganz schön was auf uns zu, glaube ich. Wird bestimmt sehr lustig. Bulli selbst lässt sich davon allerdings nicht aus der Ruhe bringen, denn er ist mit seinem Werk mehr als zufrieden. Und wie fühlen Sie sich jetzt? Na, eigentlich ganz okay. Ich bin total glücklich mit dem Ergebnis, weil es auch so eine herrliche Klammer ist. Also eine Fortsetzung einer dieser Filme hätte nicht im Ansatz so einen Sinn gemacht wie dieser Film. Bulli und Christian und Rick, was die da machen, ist halt einfach saukomisch. Und das war schon im Fernsehen so und das wird hoffentlich das Publikum auch in dem Film so sehen. Bulli-Parade, der Film, jetzt im Kino.